Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock. Das letzte Mal haben wir ja hier den lieben Herrn Doktor... Naja, das war nicht der Doktor. Zumindest den haben wir ein paar Manieren beigebracht. Sprichwörtlich. Oh, ein Verbandskasten. Cool. Genau, was ich dazu sagen muss, ich musste bei Steam irgendwie meine ganzen Spiele neu installieren. Die Speicherstände sind zwar nicht weg, aber meine Steuerung, deswegen ist jetzt die Steuerung nochmal ein bisschen anders. Ich glaube sogar, damit kann ich besser umgehen. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, nachspielen oder so musste ich nicht. Speicherstand war noch da. Zum Glück. Bis halt bei Cryo 4, das war irgendwie was anderes. Ja. Komm. Ach Mensch, die waren hier im Wasser schon drin. Aber ich werde trotzdem noch mal ganz kurz... Seid mir nicht böse, bitte, bitte. Ein bisschen... das hier runterdrehen. Wenn er mal sagt, macht mich ganz buschig. Ist das Portemonnaie etwas zu holen? Surgical Savings bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung für jeden. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Wow! WTF, was war das? Ah, hat sogar unseren Tunnel betroffen. Na super. Hallo? Hallo? Ja, und jetzt? Muss ich hier... Ich höre schon wieder Big Daddy. Hauptsache den, ne? Mein Bauch ist voll, Mr. B. Wo ist er denn? Ich höre ihn zwar, aber ich sehe ihn nicht. Danke, Mr. B. Soll ich ganz heile Bettchen, Mr. B? Los, ich mach den Tunnel noch mehr kaputt. Ja, sehe ich genauso. Aber wie kommen wir jetzt hier durch? So. Ich muss hier durch, der Pfeil zeigt hier oben an. Aber ich komme nicht durch. Oh nein. Ich glaube, der redet von mir, oder? Warum zögerst du deine Behandlung hinaus? Schnell! Verriegelt die Tür! Schwester? Helfen Sie mir bei der Suche nach diesem Patienten. Hallo? Ich... Du zweifelst mein Urteil an? Junge! Au! Boah, die Dinger ziehen verdammt viel. Tja, wie wär's, wenn ich hier lang gehe? Wow. Alter. Ah, das war's noch nicht. Eine Little Sister.
Es ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Nur du und ich. Und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihr nicht weh! Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier! Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Hallo! Entscheide dich, ob du Little Sister, die Little Sister, ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmida aufgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Dir. Oh. Soll ich dich retten, Kleine? Komm, ich rette dich. Nein! 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 Ich rette dich. Alles gut. Oh. Du hast mich gerettet. Bitteschön. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Juhu, schieb mich. Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Ach, Atlas. Das sind Kinder. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, dann nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Puh. Ey, hier liegt doch voll viel Munition, oder? Ist das nicht hier... Munition? Warte mal. Du bist doch auch noch da. Das war nicht... Bitte was? Oh, ein Verbandskasten, sehr schön. Alter, wir haben schon 7 Verbandskasten und da war ordentlich Munition drin. Verletzbarkeit der Gatherer. T. Hallo, ich hab doch T gedrückt. Hallo? Warte. Warten Sie, meine Damen? Nein, nicht überschreiben, neuer. Ich speichere und dann schaue ich einfach in den Einstellungen. Da stand doch Theo. Tue. Oder nicht? Bin ich jetzt doof? Ich bin doof. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Ja. Wunder. Wunder. Schön. Und trotzdem muss ich nochmal in die Einstellungen. Ein letztes Mal. Es tut mir leid, aber. Ich würde gerne. Wenn ich das finden würde. Nein, nicht verwerfen! Nein! Hast jetzt alles verworfen?
Nein, oder? Nee, sieht nicht so aus. Alter! Ich dachte schon. Mann. Nee, hier, ich möchte gerne... Wo gibt's denn das? Nehmen Audiospiel... Untertitel. Was war da noch? Vita Chamber deaktivieren, ja klar. Immer doch, nee. So, was haben wir hier? Evelyn Gesundheitsupgrade. Eve Upgrade. Verbandskästen verleihen noch Eve. Verringert alle psychischen Schäden. Macht das viel wütend und lässt es jemand anders affektieren können. Ich würde sagen, mit diesen 80 kaufen wir uns noch nichts. Und sparen das. Würde ich wirklich sagen. Alter! Was gibt's denn hier alles für Muni? Warte mal. Nachladen. Wir laden jetzt erstmal alle nach. Dich auch. Ach Mensch, wir sind hier. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies zu machen. Das wird kein Zucker schlecken. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Und an das Adam, das sie bei sich tragen. Weiter vorne ist noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um ihren Big Daddy kümmern. Das machen wir dann aber im nächsten Part. Ich freue mich drauf. Scheiße, ich wusste ja, dass irgendwann Kampf gegen Big Daddy kommt. Alter. Okay. Im nächsten Part machen wir, oder versuchen es zumindest, den Big Daddy platt zu machen. Bis dahin, haut rein. Bye bye.